dass Saudi-Arabien ganz offen spricht, dass sie sich dem Dollar gegenüber abwenden wollen. Hat Saddam Hussein übrigens auch mal versucht. Das hat Muammar al-Gaddafi auch versucht. Die haben beide auch gesagt, sie wollen sich vom Dollar abwenden. Und dann gab es eben große Demokratiebemühungen der USA. Und jetzt sehen wir, dass diese gleichen Aussagen in noch heftigerer Manier und Direktheit getroffen werden, aber die Amerikaner aktuell gar nichts machen. Ne? Diese Macht und die Selbstverständlichkeit, dass die jetzt einfach direkt mal irgendwo einfallen, die gibt es aktuell schon nicht mehr, zeigt, dass wir eine durchaus deutliche Machtverschiebung haben der Player. Und wie du schon sagst, 19 Bewerber der BRICS-Staaten, da in diese Richtung tut sich auch einiges.